So, ich weiß nicht, was das für ein dummer Penner war, der hier meinte, mich filmen zu müssen. Ich habe jetzt eben seine Legreal abgenommen. Ich werde jetzt diese SD-Karte zerstören und... Oh ne, besser doch nicht. Also ich... Fuck it, man. Ich will ja nicht Simon Disco sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der ersten Folge von «Ich frage Zürich». Ich habe jetzt nicht vor, weitere Folgen davor zu machen, aber ja, mal schauen, was sich heute in Zürich ergibt. Hinter der Kamera steht der Janis. Hallo zusammen, jetzt geht's los mit dem Video. Wie viele Spiele muss die Schweizer Nationalmannschaft gewinnen, um sich für die WM zu disqualifizieren? 10. Also wenn sie 10 Spiele gewinnen, dann disqualifizieren sie sich für die WM? Ja. Wie viele Pinguine frisst der Eisbär pro Jahr etwa? Oh. Gib dir eine Schätzung an. 3234. Wie viele Spiele muss die Schweizer Nationalmannschaft gewinnen, um sich von der WM zu disqualifizieren? 6. 6 Spiele müssen sie gewinnen, um sich von der WM zu disqualifizieren? 9. 9. Und dann werden sie disqualifiziert, wenn sie so viel gewinnen? Ja. Wie viel Prozent Östrogen hat ein Stein? Keine Ahnung. Wie viele Pinguin isst der Eisbär pro Jahr? 100. 100? Was denkst du? 99. Wie viele Spiele muss die Schweizer Nationalmannschaft gewinnen, um sich für die WM zu disqualifizieren? 4, 8 oder so. Wie viele Pinguin frisst der Eisbär pro Jahr? 100. Wie viel Prozent Östrogen hat ein Stein? 50. 50% Östrogen hat ein Stein? 30. 30%? Ja. Komm schon. Ja, nein, ich bin schon in Zürich. Bist du bereit zum Gewinnen? Natürlich. Wir sind jetzt in Oerlikon angekommen und laufen jetzt über zur Stage 1. Und dort ist dann der Wettbewerbspreis. Bis dann. Dann mal, das geht rein, das geht rein. Ich komme nicht mehr klar drauf. Machen wir wieder Platz für die anderen. Es ist ultra krass. Hier hinten, einer von denen dreht, ja, ist der Julian Bam. Und der ist so nachhaltig. Der ist jetzt gerade hier. Fuck, ich gehe durch. Fuck. Ich habe jetzt die grosse Ehre, ein bisschen über die Kategorie Best Video of the Year zu reden. Das ist nicht nur eine wichtige Kategorie, sondern auch, ich würde sagen, die schwierigste. Es hat über 100 Videos in dieser Kategorie gehabt. Das beste Video, das im ganzen Jahr 2016 produziert worden ist. Und von The Halftime Nerd. Das Drei-Buch irgendwie in der Sommerferien mal geschrieben, weil wir gemerkt haben, wir wollen eigentlich in der Sommerferien noch etwas drehen. Und jetzt plötzlich stehen wir hier beim Webvideopreis Best Video of the Year nominiert und gewonnen. Das ist unbeschreiblich. Es ist krass, was gerade abgeht. Schau dir das mal an. Ja, wir sind gerade an einer Aftershow-Party. Jo, was geht? Entschuldigung. Ja, was geht? Was? Alles locker, alles fresh? Nee. Nee, weil du hast die Kamera. Was? Warum hast du die Kamera? Auf Film? Hab dich scheiße.